Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Unruly Heroes für die Switch. Und ja, letztes Mal aufgehört hier drüben im Kristallhöhlen und jetzt geht's weiter ins Reißzahn, in den Reißzahnwald. Ich wollte gerade Reißzahngebirge sagen, hat nichts mit Gebirge zu tun. Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren lassen, wie ihr das Spiel findet. Klar, wie beim letzten Mal schon erwähnt, Rayman-lastig, aber soll uns nicht stören. Ich find's ganz gut, es nimmt langsam ein bisschen Fahrt auf, es ist also... Weil man immer mehr Techniken und Sachen lernt, aber es auch mehr Rätsel gibt, die man lösen muss. Also um die verschiedenen Fähigkeiten der Figuren zu nutzen und damit überhaupt weiterzukommen. Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Und es sieht einfach nur nice aus. Also spielt sich mega flüssig. Im Handheld-Modus spielt sich das richtig geil noch. Also finde ich sogar noch ein Tickchen smoother als auf dem großen Bildschirm. Aber könnt ihr euch ja mal selber angucken. Was war das denn? Was? Die Batterie ist leer? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber das scheint so. Kleine Verzögerung meinerseits, die sich jetzt schon wieder gegeben haben müsste. So. Zack. So, spielen wir weiter. Ein Controller wurde wieder angeschlossen. Klar, das ist ja auch der Supercontroller. Da tut mir leid, was ist das hier hinten, P1? Ach so, weil ich ihn nicht sehe, zeigt er mir an, wo er... Okay, das ist natürlich clever gemacht. Wenn ich hier hinten versteckt bin, dann würde er mir anzeigen, wo ich stehe. Das ist natürlich ganz gut. So, wissen bei einigen Sachen. Oh, hier, Monkey. Man darf aber nicht angreifen, dann geht das nämlich weg. Okay. Aha. So, du blödes Fledermausviech. Nein, nee, nicht darauf hüpfen. Er hüpft auch so automatisch da irgendwie hoch. Finde ich wieder auch irgendwie ganz nett gemacht, aber auch ein bisschen stören. So. Wo geht's denn weiter hier? Oh, da unten. Noch so ein Ding hinbauen. Scheiß auf die Fledermäuse, ne? Okay. Ah, da ist sie schon wieder. So, ein Psycholache, oder? Eine richtige Psycholache. Ey, was ist... Ui, ui, ui. Ich kann die auch greifen. Und weg. Warte mal, bis ein größerer Gegner, wollen wir einen Supermove einsetzen. So wie jetzt. Boom. Na, oh, souverän gelöst hier, die. So, mal Wechsel. Ja, man spielt eigentlich oft irgendwie mit der gleichen Figur. Und gar nicht so mit der, wo man jetzt eigentlich denkt, so man müsste mit der spielen. Macht man irgendwie nicht. Man spielt meistens mit der ähnlichen und nutzt sie nur, wenn man halt nicht weiterkommt. Die andere spielen ganz gerne mit dem Affen. Hier nehmen. So, einmal speichern. Mann. So. Hier ein paar Pfeile. Müssen wir, glaube ich, eine kleine Platte hinlegen. Müssen wir unten runtergehen, ne? Okay. Warte, hier. Müssen wir wahrscheinlich mitnehmen. Ach, scheiße. Stimmt ja. Ach, dumm. Ich darf ja nicht hauen, dann ist das Ding gleich weg. Hm. Dumm ist natürlich, weil dieses Ding da nur. Kann nur er benutzen. Bringt uns jetzt nichts, ne? Wo kommt er denn wieder? Oder ist er schon wieder da? Da ist er schon wieder, okay. So, wir dürfen jetzt nicht hauen, weil sonst geht das ja natürlich kaputt, ne?
Ach, da oben ist der Schalter, okay. Jetzt kommt da die Pfeile. Okay, dann kommt da die Pfeile. Suche, suche hier, du. Na gut, aber können wir wieder so einen Teil machen? Oder rübergehen können? Wenn hier keine Gegner kommen, ist natürlich ärgerlich. Passiert aber auch nicht. Ah, guck mal. Aha. Aber man kann auch noch höher kommen. Nee, kann man nicht. Ah, ich dachte, ich könnte da nochmal rüberjumpen, aber das komme ich irgendwie, komme ich da nicht hin. Gut, geht's jetzt mal weiter. Das da sieht aus wie Explosionsfässer und Bomben. Hier ist alles gefährlich. Anscheinend auch nicht. Hä? So. Ach, kann ich nicht durch, okay. Auch nicht. Hm. Ach so. Ah, okay. Ah, man kann die Bomben aufsammeln. Natürlich cool. Wofür soll ich die denn gebrauchen? Ich nehme eine mit. Aber ich kann nicht mitnehmen, ich kann nur werfen. Ach, guck mal. Ah. Okay, ich muss natürlich ein bisschen in Schwung halten, das Ding. Wenn wir jetzt hier warten. Höher bekommen die Kugel? Ah, bestimmt, ne? Aber da muss man einen fetten Schlag drauf haben. Warte mal. Nee. Amy? Ah, jetzt, okay. Ah, warte, müssen wir gleich mal machen. Ah, scheiße! Ah! Ja, guck mal. Ich nehme das ganze Hausschrott. So! Okay, wir müssen das Ding auch noch weg haben. So, auf der anderen Seite. Oh, lass mich rüber. Danke. Mist, bin ich auch noch durchgerutscht. So. Okay. Das wäre ja merkwürdig. Und den Stein schieben hier? Yes. Okay, um da hochzukommen, ne? Ja, okay, und auch damit die Steine Pfeile sich treffen. Ah, okay. Noch irgendwie runterbekommen. Oh. Alter, sind das fiese. Oh, da fallen wir doch bestimmt runter, oder? Das hält doch nicht diesen riesen Stein aus. Bin mir ziemlich sicher. Ah, warte. Jetzt so. Und schiebe in das Ding. Kann ich nicht. Aha! Da war der Mechanismus zum Ausschalten. Mal speichern. Ah, guck mal, da oben geht's noch weiter. Warte. Aber weiter geht's nicht, okay. Aber ein bisschen was haben wir entdeckt. So. Oh nein. Okay. Ja. Ah, Gesundheit. Okay, nehmen wir den Monkey King.
Oh. Nein, der Boden kam hoch. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Scheiße. Scheiß Niesen. Oh. Scheiße, nee, ich muss da nur ganz schnell nach oben kommen. Anders geht's gar nicht. Ja, warte. Bringt gar nichts, die Gegner zu killen. Oh nein. Ich will schnell hier rüber. Scheiß auf die Blöden. Die hier stehen ja eh alle. Ich dachte, man müsste sie killen. Da muss man gar nicht. Oha. Ah. Oh. Okay. Mann, Mann, Mann. Super. Oh. Nein. Oh, wie dumm war das denn? Das war wirklich sehr dumm. Und so will man mehr, als man kann, ne? Aufgefallen? Oh, komm her. Machen wir kaputt. Na, komm, hier drüben kaputt machen. Oh! Das war doch klar, dass da wieder welche Dinger waren. Mann, Mann, Mann. So. Was, den haben wir wieder geholt. So. Muss doch nicht alle wieder da sein jetzt, ne? Genau. Oh. Nein! Wer ist er denn? Oh, da juckt es. Der hat Flöhe. Ja, klar machst du die kaputt. Bako. Müssen wir irgendwie anders hinkommen. Greifen. Ah, ne, muss da unten runter. Okay. Okay, wirft keiner mehr zu uns, oder? Oh. Ah, warte mal. Will ich ihn denn da so? Ja. Danke, mit Lauchtigkeit. Oh. Super. Das Schweinchen ist wieder dran. Mach dich fett. Oh. Oh. Oh nein. Nochmal. Shit. Mach dich fett. Oh. Aber muss echt vorsichtig sein. Und dann wird er immer schneller irgendwie. Ich bin doch gar nicht dagegen gekommen. Bin ich doch? Ich weiß es nicht. Wollen Sie mich sehen? Bin ich dagegen gekommen? Ach so. Oh, Alter, so eng ist das. Eigentlich ist eine enge Kiste, wa? Verliere ich mein ganzes Leben hier. Was? Das war doch überhaupt nicht in der Nähe von dem. Oh nee. Bringt mir ja nichts, der andere. Oh, dann kommen wir nicht hoch. Das ist doch echt der Hammer. So, versuchen wir es mal. Ein bisschen mehr ausweichen hier. Echt? Das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich da runterfalle irgendwie. Ich bin doch so weit weg davon. Gut, so warte mal, da drüben war noch irgendwas.
So, blöder Wolf. Hier oben längs? So. Oh. Okay. Oh. Okay, okay, was auf die harte Tour. Krieg ihr. Eieiei. Mit einem Schutzschild kann ich nicht so viel machen. Muss ich mal hier aus dem Dings rausholen. Komm mal her. So. Okay, wo soll ich die ganzen Dinger hinwerfen? Nee, da nicht. Muss aber, glaube ich, da durch, ne? So. Oh nein! Oh. Machen wir mal einen kleinen Power-Move hier. Hier durchkommen, ohne dass wir komplett verletzt werden. Jetzt? Ah, da geht hinten das Türchen auf. War noch was, ne? Sehr gut. Da ist der Weg. Scheiß auf den Wolf. Wenn wir nicht kämpfen müssen, müssen wir nicht. Wieder eine Folge geschafft. Ja, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.